dahinter. Red Bull Salzburg liegt ja wie so oft eine arbeitsreiche, turbulente und aufregende Woche. Zuerst Champions League gegen die Bayern, dann ein Torfestival in St. Pölten. Es gibt also richtig viel zu besprechen und das mache ich heute gemeinsam mit Sky-Experte Alfred Tata. Hallo Alfred, schön, dass du hier bist. Servus. Alfred, welches Fazit ziehst du aus Sicht von Red Bull Salzburg nach dieser Woche? Kann man überhaupt ein gemeinsames Fazit nach diesen beiden Spielen ziehen? Nein, ich denke, dass Champions League und österreichische Meisterschaft zwei Paar Schuhe sind. Und in der österreichischen Meisterschaft hat man mit dem 8:2 gegen St. Pölten gezeigt, dass man einfach weitaus die Besten sind, wenn man gewillt ist, die beste Leistung an den Tag zu legen. Und das hat der Jesse Marsch gefordert und die Spieler haben das erfüllt. Also von dem her keine Überraschung. Das andere ist die Champions League. Und die Champions League, da zeigt uns immer wieder, dass man gegen die ganz Großen, in dem Fall Liverpool oder eben jetzt Bayern München, noch immer ein gewisses Stück, und dieses Stück ist schon so und nicht so, entfernt ist. Die haben einfach noch andere Möglichkeiten als die Salzburger. Aber darunter, hinter der Creme de la Creme, da kann sich Salzburg durchaus messen mit den anderen. Und dazu gehört auch Lok Moskau, der kommende Gegner. Ja, das ist ja auch schon mal nicht schlecht. Aber Alfred, wir blicken jetzt als zu Beginn einmal auf die Bundesliga-Partie zurück. Eben 8 Tore haben die Salzburger geschossen. Wir zeigen Ihnen, liebe Zuseher, jetzt gar nicht alle, weil ich glaube, das wird fast den Rahmen dieser Sendung sprengen. Aber wir haben die ersten 3. Und zwar hat Megan Berischer bereits in Minute 7 den Torreigen eröffnet. Nur 6 Minuten später dann ein Elfer für die Bullen. Und Alfred Dominik Soboslai ganz souverän macht er den dann rein, und in Minute 22, da war die Partie im Endeffekt eigentlich schon entschieden. Junusovic mit dem langen Pass und Adeyemi macht dann sein erstes Saisontor. Sprechen wir ganz kurz über Adeyemi. Wie gefällt dir der? Na, da ist noch einiges an Anpassungsproblemen, finde ich. Ja, ich glaube, noch richtig hat er seine Rolle bei Salzburg noch nicht so gefunden. Er muss erst hineinwachsen in das, was man sich von ihm vorstellt. Und ich glaube, vom gesamten Leistungshorizont ist er noch entfernt ein Stück. Also er wird noch sicher wachsen und ist ein Versprechen für die Zukunft. Ja, er und ganz viele andere sind aber dann auch morgen natürlich wieder gefragt. Denn Salzburg, du hast es schon zu Beginn erwähnt, er spielt in Moskau gegen Lok Moskau. Und bevor wir darüber sprechen, du kennst dich hier gut aus, was auf die Salzburger zukommt, lassen wir die Salzburger selbst sprechen. Die wissen nämlich ganz genau, was sie dort erwartet. Für uns ist All-In-Spiel, es geht um alles. Wir müssen gewinnen, wenn wir aufsteigen wollen, beziehungsweise wenn wir auch den 3. Platz uns holen wollen. Von dem her sind wir extrem motiviert. Natürlich auch überglücklich, dass wir heute 8:2 gewonnen haben und mit einem guten Gefühl jetzt nach Moskau reisen können. Welche Lehren hat man gezogen aus der ersten Partie, aus den bisherigen Partien der Champions League? Ja, ich glaube, jeder weiß, dass wir eine unglaublich starke Gruppe haben. Wir haben schon auch gut performt und natürlich haben wir ja 1-2 bittere Gegentore bekommen, was ziemlich unnötig war, wie zum Beispiel das 2-2 gegen Lok Moskau. Aber trotzdem, es ist noch alles möglich und das ist das Wichtigste. Also wir haben natürlich auch einiges an Lehrgeld gezahlt. Wir wissen, dass wir jetzt in dem Spiel extrem ergebnisorientiert spielen müssen. Wir brauchen nicht 4-5 Tore schießen. Es reicht, wenn wir im Endeffekt auch Torschuss haben und die dann reinhauen und hinten den Kasten zumachen. Ja, also in Salzburg, Alfred, weiß man ganz genau, worum es in diesem Spiel geht. Es geht eh schon fast um alles. Du kennst ja diesen Club richtig gut, hast auch dort gearbeitet. Wie schwierig ist es, dort auswärts zu bestehen? Naja, Lok Moskau hat ein gewisses Problem. Die Spielweise der Moskauer ist eher so ausgerichtet, dass man auf einen Gegner wartet, der selbst aktiv ist und dann auf diese Dinge reagiert. Das heißt, ganz einfach gesagt, das Spielmachen ist nicht unbedingt die Stärke der Moskauer. Das wird man auch in diesem Spiel sehen, weil für Lok ist ein Unentschieden auch schon nicht schlecht, wenn man den 3. Platz im Auge hat. Für Lok wäre ein 3er noch viel besser, weil man dann auch die Chance hätte, den 2. Platz in der Champions League-Gruppe noch zu erreichen. Das heißt, was mir jetzt da vom geistigen Auge erscheint, ist, bei Lok Moskau sind 2 Dinge in der Brust. Wollen wir konservativ etwas verwalten und ein Unentschieden holen, damit man Salzburg hinter sich lässt? Oder will man aktiv sein und 3 Punkte holen, damit man vielleicht noch Atletico überholen kann? Das heißt, für Moskau ist der Spielplan jetzt sehr fragwürdig. Wie sich der Trainer Nikolic entscheidet, das entzieht sich jetzt momentan meiner Kenntnis. Aber genau diese Ungewissheit, was will ich holen, den 2. oder den 3. Platz, das kann die Chance für Salzburg sein.
Allerdings eines, das schwierig für die Salzburger sein könnte. Du kennst ja den russischen Winter. Ich habe extra nachgeschaut. Es schneit aktuell und es soll morgen richtig kalt sein. Was für ein Faktor könnte das auch sein? Einer, der eher den Moskauern entgegenkommt. Weil wenn sie es anlegen, konservativ zu bleiben, das heißt Salzburg zu kontrollieren, dann ist eine Kälte etwas, was für Salzburg nicht gut ist. Weil Salzburg spielt einen heißblütigen Fußball. Einen, der nach vorne orientiert ist, einer, der mit viel Kombinationen geschieht. Und wenn es dann kalt ist, ist das natürlich ein Nachteil für die Salzburger Spielweise. Etwas ist allerdings auch klar für mich, wenn ich Wöber gehört habe, der gemeint hat, dass ein Tor vielleicht reichen kann. Der Meinung bin ich nicht, weil es leider Faktum ist, dass Salzburg in jedem Spiel leider für Gegentore gut ist. Also ich denke, um in Moskau zu gewinnen, muss man schon 2 oder 3 Tore machen. Weil man eben 1 kriegen kann. Genau. Und auch wird. Und auch wird. Ich kann mich auf kein 0 fast erinnern, der Salzburger. Im Europacup schon gar nicht. Und jetzt in der Meisterschaft hat es auch sehr wenig gegeben. Trotzdem, Alfred, drücken wir beide natürlich dann die Daumen morgen in Moskau, dass es vielleicht endlich mal kein Gegentor gibt. Und wir machen jetzt einen Themenwechsel. Die Bullen haben nämlich vor kurzem eine Neuverpflichtung getätigt. Und zwar keine, die auf dem grünen Rasen überzeugen soll, sondern an der Konsole. Servus Salzburg, mein Name ist Fabi Oetzelt, bin 18 Jahre alt, komme aus Villach und bin neu im E-Sports-Team vom FC Red Bull Salzburg. Fußball war immer meine große Leidenschaft, habe auch selber im Verein gespielt, wollte eigentlich immer in die Akademie von FC Red Bull Salzburg kommen und dann hat es halt leider nicht geklappt und dann bin ich halt zum E-Sports umgestiegen. Und wenn ich es nicht auf dem richtigen Rasen schaffe, habe ich mir immer vorgenommen, schaffe ich es virtuell. Mein erstes FIFA war FIFA 14. Angefangen habe ich dann im E-Sports-Bereich ab FIFA 17, da war die erste Weekend League, da war meine erste Weekend League Gold 1. Dann habe ich immer gesteigert und bin ja Top 100 gekommen. Beim SL Benfica Lissabon habe ich das Turnier gewonnen. Dann bin ich der erste Gründungschampion von Eintracht Frankfurt und 2 E-Bundesliga-Teilnahmen mit dem Wolfsberger AC. Meine Freunde zocken schon gern in mich, weil sie halt auch was lernen wollen von mir. Aber Chance haben sie halt jetzt in dem Sinne keine. Meine Ziele sind, den Teamwettbewerb in der E-Bundesliga mit dem FC Red Bull Salzburg zu verteidigen und auch im Einzelfinale gut abschneiden und dass ich sie regional und international würdig vertrete. Ja, und von einer absoluten Neuverpflichtung kommen wir nun zu einem echten Salzburger Urgestein und zwar zu Torwarttrainer Herbert Ilsanker, der uns erzählt, wie das alles begonnen hat bei Red Bull und ihm. Ich bin 2001 von Mainz zurückgekommen, ich war 3 Jahre in Mainz, habe dann von 2001 bis 2005 die Jungs trainiert, früher bei der Austria Salzburg, habe dann einen Anruf gekriegt, 2005, ich denke Mai war das, vom damaligen Geschäftsführer Kurt Wiebach und der hat mir gesagt, wir suchen einen Torwarttrainer für die neue Saison unter Red Bull. Ja, natürlich war der stolz drauf, dass ich einen Anruf gekriegt habe. Und ja, und es hat sich nachher irgendwie so ergeben. Ich hab die Familie gefragt und meine Frau hat gesagt, musst du wissen und musst du entscheiden. Meine Kinder haben gefragt, geil, kriegen wir da Freikarten auch nachher für die Spiele. Und ja, und ich war im Schichtdienst tätig noch in der Zeit, allein in der Papierfabrik. Habe mit den Arbeitskollegen geredet. Dann haben die gleich gesagt, warum du überhaupt noch arbeiten gehst, verstehe ich nicht. Du musst sofort den Job annehmen bei Red Bull. Ja, ich habe lange überlegt. Weil mein Job, was ich gehabt habe, ist doch ein sicherer Job gewesen in der Halle im Papier. Und wenn du Trainer wirst, ist es ein bisschen Zigeunerleben. Und ja, und vom Denken her Zigeunerleben sind es 15 Jahre geworden bis jetzt.
Ich wollte einen Beruf nachgehen, ich habe Papiermacher gelernt und ich habe mir gedacht, ja, das, was ich gelernt habe, das mache ich nachher bis zur Pension. Und ja, das war eigentlich meine Illusion. Das mag ich halt nebenbei, vielleicht irgendwo Jungs trainieren, ein bisschen was machen, wenn es mir Spaß macht. Und ja, im Endeffekt ist das draus geworden. Ja, und auch wenn Herbert Ilsanker natürlich eine Profikarriere hinter sich hat, Alfred, wie ungewöhnlich ist dennoch der Weg von der Papierfabrik zu Red Bull Salzburg? Wie ungewöhnlich klingt er zumindest? Ja, er klingt ungewöhnlich, aber ich glaube, das ist im Fußballspektrum im Weiten, das auf der ganzen Welt herrscht, durchaus gang und gäbe, dass man einen zweiten Bildungsweg unter Anführungszeichen hat bei Spielern, aber auch bei Trainern, die also einen normalen Job haben und plötzlich über Freunde vielleicht, der sagt, komm, mach mit mir Co-Trainer und plötzlich geht die Hierarchie immer weiter und man steigt auf in der Karriereleiter, dann auch vielleicht einmal Cheftrainer wird. Das heißt, das, was er schildert, ist nichts Ungewöhnliches. Ja, aber was doch oft einmal ungewöhnlich ist bei Herbert Ilsanker, und da möchte ich jetzt auch die morgige Partie in Moskau ansprechen, er ist ja berühmt dafür, dass er selbst bei Minusgraden kurze Hosen trägt. Würdest du ihm empfehlen, morgen zumindest eine lange auf die Bank mitzunehmen in Moskau? Nein, würde ich ihm nicht empfehlen. Ich glaube, er wird bei diesem Stil, den er hat, bleiben, mit der kurzen auch in Moskau dort sitzen. Und das ist ein gutes Zeichen, vor allem für die Moskauer Spieler, weil wenn die auf die Bank schauen und dort sitzt einer mit kurzen Hosen, sagen die, bumm, die Österreicher, nicht einmal die Kälte kann denen was anhaben. Das heißt, das wäre eigentlich nur etwas, was die Salzburger dann stark macht in den Augen der Russen. Genau, das ist es. Na gut, das wäre ja schon mal was. Alfred, wir werden die Partie natürlich verfolgen. Die gibt es live bei uns bei Sky Sport Austria. Wir drücken den Salzburgern ganz fest die Daumen und sprechen darüber dann kommende Woche in der nächsten Ausgabe von Dein Verein FC Red Bull Salzburg. Bis dahin, machen Sie es gut.